Herzlich willkommen in Wolfsburg, René Schock von 84 Entertainment, meine Damen und Herren. Hallo. Hi, René, grüß dich. Sitzen wir? Sofort, mein Schatz. Ganz kurz nochmal an dich die Frage, dein Lieblingshorrorfilm? Della Morte della Mora. Oh, geil. Hat der eigentlich Kinorechte? Ja, ich glaube, der ist bei ProSieben. Kennt ihn jemand, Della Morte della Mora, mit Anna Falci, die schönsten Brüste auf einem Grabstein? Ja, ja. Ja, den würde ich hier gerne mal auf Leinwand sehen. Ja, kannst du da nicht die Kinorechte besorgen? Ja, dann mach doch mal wegen 84 und so. Gut, wollen wir uns setzen? Ja, bitte. Gerne. Ich möchte ganz kurz erstmal, bevor wir zu René und 84 kommen, ein paar Sätze über Chucky die Mörderpuppe verlieren. Chucky die Mörderpuppe ist aus dem Jahr 1988 von Tom Holland inszeniert. Tom Holland war Regisseur von dem Film Fright Night, Rabenschwarze Nacht. Ja, und hieß im Kino gar nicht Chucky die Mörderpuppe, er hieß nämlich nur die Mörderpuppe. Und da hat übrigens auch 84 ein schönes, wie sagt man denn, Hardbox? Wir hatten eine Hardbox mit dem Original-Kino. Genau, und die seht ihr auch, wenn ihr gleich rauskommt, links, linke Hand seht ihr so Schaukästen. Dort gibt es diverse Hardboxen, vielen Dank Marco. Da vorne ist er, vielen Dank fürs zur Verfügung stellen. Da könnt ihr die ganzen Cover-Artworks von 84 von Chucky sehen, unter anderem eben auch das Original-Kinoplakat. Eine weitere Verbindung zu Tom Holland oder beziehungsweise zu Fright Night ist Chris Sarandon. Chris Sarandon spielt in Chucky einen Detective und in Fright Night war er der Jerry Dandridge, der Vampir. Wir haben als Schauspieler Catherine Hicks als Mutti und den kleinen Alex Vincent. Heutzutage ist er übrigens immer noch klein. Alex Vincent, auch von Alex Vincent haben wir schöne Autogramme draußen, könnt ihr euch anschauen. Und natürlich von Schlangenzunge aus Herr der Ringe, Brad Dourif als Charles Lee Ray oder eben die Stimme im Original von Chucky. Chucky war ein Film, wo damals, sagen wir mal, der auch das Puppenhorror, den Puppenhorrorfilm mitbegründet hat. Ich weiß, es gab vorher auch schon Puppenhorrorfilme oder Elemente aus diesem Bereich, wie zum Beispiel Poltergeist, aber im Grunde genommen kann man sagen, er hat das Subgenre en vogue gemacht. Es gibt 7 Filme, ne? Es gibt 7 Filme. Keine Ahnung, aber ich habe auf der Fahrt hierher darüber nachgedacht, ja, ob Chucky ein Puppenhorror-Begründer ist. Mhm. Und ich habe geguckt, eigentlich Martin, so reine Puppenhorrorfilme, mhm, gibt's ja gar nicht so wirklich viele. Du hast gesagt, Poltergeist kommt mal eine Puppe vor. Ja. So Puppet Master kam danach ein Jahr. Stuart Gordon's Charles Dolls Band kam davor. Stimmt. Ist es Black Devil Dolls? Ich glaube, das ist eher so der erste so Ding-Dong-Massenmörder-Kult-Puppenfigur ist. So, ja. Das ist es wohl eher. Kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Fakt ist, es gibt 7 Teile. Die ersten 3 waren noch relativ ernst. Danach ging es ein bisschen ins Klamaukartige ab mit Chucky und seine Braut. Aber mit den letzten beiden Titeln, Curse of Chucky und Cult of Chucky, besann man sich wieder so ein bisschen, naja, den Back to the Roots, ne, dem Ernst der Lage. Alle 7 Filme sind übrigens geschrieben vom gleichen Mann, das ist Don Mancini. Und an Chucky, oder bei Chucky möchte ich nochmal ganz kurz festhalten, damals, 88, müsst ihr euch vorstellen, gab es noch nicht sowas wie krasses CGI oder so. Ne? Das heißt also, diese Puppe, die da, die wurde komplett durch Animatronik bewegt. Ja, also das sieht, finde ich, immer noch ziemlich geil aus heute. Siehst du das auch so? Medium. Das fällt im ersten Teil extrem auf, wenn die Mutter feststellt, dass keine Batterien drin sind. Ja. Und wenn sie dann mit ihr kämpft, dann sieht man das sehr doll. Die hat hinten so einen Stab, die wurde an so einem Stab geführt. Ja. Also das ist schon, das haben die schon gut gemacht. Heute müsst ihr wissen, und das ist auch in den letzten Teilen so, da vermischt man CGI mit handgemachter Tricktechnologie. Das heißt insbesondere die Gesichtszüge, also die Augen- oder Mundpartien, die sind dann halt so ein bisschen mit CGI vermischt, aber ansonsten sieht das schon ziemlich geil aus. Ja, ich hatte gerade gesagt, die ersten 3 Teile sind ernster. Es gab damals für die Leute, die etwas älter sind, so wie wir, gab es damals in den 90er Jahren ziemlich heftige Debatten über Killerspiele und Videonasties. Ne? Also werden wir, glaube ich, auch nochmal gleich mit dem Kollegen von Turbine sprechen, aber jetzt erstmal hier. Es ist so, dass gerade der 3. Teil, der so ein bisschen als verruchtester Teil gilt, damals dazu gesorgt hat, dass 2 Zehnjährige animiert worden sind, ein 2-Jähriges zu töten. Darüber hinaus kann ich mich an einen Fall, ich habe das damals auch in dieser komischen Zeitung mit den 4 Buchstaben gelesen, es gab einen Fall in Manchester, wo eine Mörderin eine Teenagerin ermordet hat im Zuge eines Ritualmordes und sich als weibliche Chucky ausgegeben hat.
naja, Tiffany gab es noch nicht, also deswegen war ich gleich hier Chucky. Also da war es natürlich durchaus schwierig, diesen ganzen Sittenwächtern und meinem Sozialkundelehrer entgegenzuwirken, dass eigentlich die wirklichen Probleme woanders liegen und nicht an einer Mörderpuppe. Ja? Aber ja, diese Fälle hat es leider gegeben. Die kannst du natürlich alle an einer Hand abzählen, aber die führt nicht unbedingt dazu, dass man halt sagen kann, ja, der Horrorfilm ist eben nicht schuld. Also, es gibt ja auch viele Beispiele, oder nicht viele, einige, wo irgendjemand von Freitag der 13. beeinflusst wurde und dann mit der Axt und so. Ich habe das als Kind schon immer gehört, ne, wo ich Jason schon so mochte, dass da irgendwelche Kids da mit einer Axt rumgerannt sind. Ja. Ich glaube das nicht. Du glaubst das nicht? Nein. Nein. Die Bild-Zeitung lügt, das halten wir jetzt hier fest. Wir Horrorfans, wir haben doch eigentlich alle nur Angst, oder? Wir sind doch total schüchtern. Ist das so? Das ist so, ne? Ja, das ist so. Das ist so. Ja, bei Chucky bitte nochmal auf die Kamera achten. Ne? Das finde ich immer ganz interessant. Das haben wir gerade auch in unserem Event-Trailer gesehen. Die Kamera ist sehr häufig aus der Frosch-Perspektive. Filmt sie, also sie nimmt quasi unsere Position ein, wir nehmen sozusagen den Blickwinkel der Figur ein und schauen von unten nach oben auf unser potenzielles Opfer. Das ist ein typisches Stilmittel im Übrigen aus dem Tierhorrorfilm. Nicht nur beim Weißen Hai, auch wer hier im Screening von Kingdom of the Spiders gesessen ist, Mörderspinnen, da, ja, nun, war das halt auch so, ne, dass wir aus der Spinnensicht uns ganz langsam auf den Weg zu unserem Opfer bewegt haben. Und das macht Chucky auch ziemlich gut, dadurch erzeugst du halt ein gewisses Maß auch an Spannung. Chucky war von 1990 bis zum Jahr 2011 bundesweit indiziert. Er war schon immer ungeschnitten, aber er war tatsächlich auf dem Index. 2004 hat es einen Antrag auf Listenstreichung gegeben bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Die hat den Antrag abgelehnt, aber eben seit 2011 ist der Film endlich wieder frei. Und wir sind sehr froh, dass 84 Entertainment René jetzt sich diesem Stoff nochmal angenommen hat und ihn irgendwann in diesem Jahr, wir werden gleich erfahren, wann, auf Blu-ray und im Mediabook sicherlich auch releasen wird. René, erzähl doch mal, warum Chucky, was bedeutet für dich diese Figur und wieso jetzt diese HD-Auswertung? Also wir haben Chucky ja schon gemacht vor, wann kam die Hardbox? Vor 5 Jahren? Keine Ahnung, Marco, weißt du? Vor 4? Roundabout. Ja, genau. Da hatten wir ja angefangen mit der Fox, mit 20th Century Fox zusammenzuarbeiten. Und hatten so eine Repack-Geschichte gemacht. Und die DVD war ja immer schon nicht anamorph. Ja, das Bild ist schlecht, würden wir DVD-Käufer sagen dann, ja. Und wir sitzen jetzt schon so seit 3 Jahren, sitze ich mit meinem fetten Arsch auf den Rechten von Chucky, ne? Weil wir so ein ganz großes Paket da schon lange geschnürt haben. Und es gab jetzt eine 2K-Abtastung vor einem Jahr von Synapse hat das gemacht, ne? Und durch die großartige und schnelle Hilfe der 20th Century Fox können wir halt auch jetzt auch endlich den neuen 2K-Transfer auf der deutschen Blu-ray abbilden. Es hätte tatsächlich sein können, dass wir nur den alten nehmen dürfen. Aber die Fox hat das ganz toll gemacht für uns, dass wir diesen Synapse MGM, diese Abtastung auch benutzen dürfen. So, was wir jetzt machen, ist, die Master sind fertig. Ich habe es vor ein paar Tagen schon angeguckt, das Blu-ray Master. Da hat noch was gefehlt am Anfang. Die Fox-Fanfare musste noch mit hinter das 84-Logo. Und es wird ein Doppel-Blu-ray mit DVD, also eine Blu-ray der Film, eine Blu-ray mit Bonusmaterialien. Es wird identisch sein zu Synapse-Release, nur mit einem Bonus-Feature mehr. Und zwar haben wir von, netterweise vom Birnblatt, haben wir das Interview mit Alex Vincent bekommen. Also haben wir was mehr drauf sogar. Wir haben das Bild genau angesehen und geguckt, ob wir was machen können, ob wir was verbessern können. Und wir haben so ein bisschen leichten Schmutz haben wir entdeckt. Aber das ist so Schmutz, so sagen wir mal so eine Hautschuppengröße. Sie gesagt haben, da machen wir nichts dran. Wenn wir das Release jetzt besser machen wollen, dann legen wir mehr Wert auf ein gutes Encoding. Ja, dass wir da eine bessere Ausspielung haben. Wenn man das jetzt vergleicht, das Endresultat, was du dann releasen wirst, zu dem Screening, was wir heute sehen, wie viel Prozent ist das dann von dem fertigen Master? Hä? Also ist das, das ja, weil du jetzt gerade gesagt hast, du hast noch ein bisschen Schmutz entdeckt, aber das haben wir nicht weggemacht. Habt ihr nicht, achso, okay. Nee, das ist ja, weil das ist ja so marginal. Ja, okay. Da fummeln wir nicht dran rum, da kann ja so viel schief gehen. Piep ein bisschen, ich geh mal ein bisschen weg. Ja. Das heißt also, das, was wir heute sehen, wird auch das Master werden, was dann veröffentlicht wird. Aha. Aha, geil. Sehr schön. Ja. Super. Das Chucky, ansonsten, ich mag Chucky eigentlich gar nicht so gern. Ja.
Ich meine, mein Lieblingsfilm ist Della Morte della More. Ja. Ich bin Schriftsteller. Ja. Sowas ist mir viel zu, das ist mir viel zu dumm. Ja. Mir persönlich, ich meine. Und warum machst du das? Ich bin halt auch nur schüchtern so. Und warum machst du es dann? Es ist doch meine Arbeit. Ja. Außerdem mache ich ja viel lieber schöne Verpackungen. Und das ist die Verpackung. Ich nehme mal an, ihr seid ja hier Filmfans, ihr seid ja auch Käufer unserer hochwertigen Waren. Und die war bestimmt bei Bosses DVD-Paradies hier auch heute. Ich sehe die ganze Zeit, sehe ich schon so ein Good Guy-Karton, so ein kleines ja. Ding da. Ne? Kannst du das mal holen? Könnt übrigens noch eine Chucky-Figur gewinnen heute. Esch, kannst du das mal bitte holen? Na klar. Den Karton, dann kann ich es mal erklären. Ja. Ja, so gesagt, so Chucky ist so der heilige Gral irgendwie für alle Distributoren und man will das unbedingt releasen. Heidi, ho, ho. Also, da müssen wir schon was Tolles machen irgendwie. Wattiert oder nicht wattiert? Naja, ja, wir machen nur ein Mediabook. Also wir machen das so, das ist ja ganz schwierig. Du kannst ja keinen Good Guy-Karton machen und Good Guy draufschreiben, weil das ist ja nicht der Filmtitel. MGM kriegt das Ding ja, muss das freigeben, die Cover, darfst immer nur bestimmte Bilder benutzen. Wenn es hochkarätige Filme sind, Stars sind, darfst du nur freigebende alte Fotos benutzen, keine Screenshots. Und ich habe mir was überlegt, wie wir trotzdem einen Good Guy-Karton draus machen können. Also wir machen ein wattiertes Mediabook mit einem Halbschuber und der Halbschuber ist das Cover. Okay. Und das wattierte Mediabook ist der Good Guy-Karton. Ja, geil. Und da machen wir vorhin hier so schön Puppi rein und machen wir den kleinen Chucky-Mann. So als wie, ist er hier der Good Guy? Machen wir so ein Wechselbildchen so drauf. Aber innemal ist er ganz so lieb und wenn du drehst, dann ist er ganz böse. Und das ist doch toll, oder? Für wann planst du das Release konkret? Hm. 2018. Boah, ich bin so faul. Okay, dann stelle ich. Oktober, im Oktober muss das jetzt aber langsam wirklich mal. Dann stelle ich eine andere Frage. Ich habe heute was im Netz gesehen. Also, erstmal, dieser Mann ist auch dafür zuständig, dass hier alle, wer sie hat, die Freitag der 13. Mediabooks zu Hause im Schrank stehen hat, die wattierten Dinger. Und ich habe heute gelesen, dass ihr die Dinger nochmal raushaut mit alternativen Artworks. Und vor allen Dingen, ganz wichtig und sehr, sehr geil, mit den alten VHS-Cover-Artworks. Lechts. Das, warum jetzt endlich erst? Das ist interessant. Ich habe das, also das läuft über einen Großhändler, der hat sich dafür sehr interessiert, die zu kaufen. Wieso wir das jetzt machen? Wisst ihr, wie kompliziert das ist, mit der Paramount was zu machen? Ey, das geht gar nicht, ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist meine Arbeit, das bin nicht ich. Meine Arbeit und René, das ist ein Unterschied. Ja, ich zeichne mich nicht durch meine Arbeit aus. Aber das hat noch niemals auf der Welt irgendjemand einen Paramount-Film lizenziert bekommen und released, außer die Paramount selber. Und die kennenzulernen, wie die so arbeiten, das war für mich ganz schrecklich. Ich bin in die Klapsmühle gekommen deswegen für 2 Monate. Ohne Scheiß, wirklich. Und das ist halt der Freigabeprozess. Ja, die alte Cover, kennen wir nicht. Das Videocover haben wir noch nie gesehen. Neues Cover, Schauspieler drauf? Nee, kannst du bitte nicht. Das machen wir aber nicht mit Schauspielern, ne? Eine Maske, darf ich eine Maske machen? Naja, so der Jason, der hat ja keine Likeness-Approval, ne? Eine Maske kannst du schon mal machen. Also deshalb kam die Maske. Okay. Und jetzt haben wir so lange gebraucht, bis wir die alten Videomotive argumentieren konnten. Weil, ne, CIC, da musste man sich erstmal dran erinnern wieder, dass das halt von denen war. Oder das eine ausländische Motiv, die selbstgezeichneten Motive, alle gemacht unter Likeness Approval, Berücksichtigung. Das heißt, jeder Film bei der Paramount, das Remake zum Beispiel von 2009 mit Jared Padalecki, das hat so ein Heft hier, so ein Beiheft, wie man, so dick ist das, wie man diesen Film behandeln muss in der grafischen Gestaltung. Wo müssen die Namen stehen? Ihr habt euch bestimmt schon mal gewundert, wenn ihr so ein Kinoposter seht, ein altes, was weiß ich, in Casablanca oder so, dass der Name der Hauptdarstellerin über dem Kopf vom Mann steht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das nicht immer so auf den Postern ist, so wie der Schauspieler so ist? Das hat was damit zu tun, weil das, als der Film produziert war, fertig war, wurde festgelegt, der Name muss oben rechts stehen. Da hat noch keiner an das Poster gedacht. Und das ist so ein Gesetzbuch für den Film. Und so ist das. Deshalb ist das so kompliziert. Ihr seht, ihr könnt hier noch was lernen. So, hat denn jemand aus dem Publikum noch eine Frage an René? Weil wir sind schon wieder ein bisschen über die Zeit und müssen jetzt mit Chucky anfangen langsam. Irgendwer eine Frage... Marco, warte, ja, aber trotzdem, aber mit Film braucht Sarah nicht so weit laufen, sehr schön. Hi, wir hatten uns schon mal in Oberhausen unterhalten,
Schön. Ist lange her. Ist lange her. Wie sieht denn das mit Hardboxen eigentlich aus? Ist der Markt noch da? Weil immer wenn ich bei Facebook so in diversen Gruppen bin, dann heißt es ja, Mediabooks gehen langsam raus und wie sieht's mit Hardboxen aus? Also jetzt allgemein oder speziell? Allgemein, auch vor allem okay. Jetzt die alten VHS-Logos ja. Von Friday. Also wir haben jetzt ja, glaube ich, 2 Jahre keine Hardbox gemacht. Das lag daran, dass ich wegen der Paramount in der Klapsmühle war. Ja. Und ich möchte gerne was machen, wir haben ganz viel vorbereitet, aber ich möchte gerne so ein, wie heißt denn das, so ein Revival von der Hardbox machen. Wir haben uns was ganz Tolles überlegt und ich kann ja schon mal den Namen verraten, wie es heißt. Das heißt Red and Roll. Und also wir machen das, aber mit was ganz Neuem. So, was Cooles. Okay, wenn wir dich schon mal hier haben, René, dann vielleicht nochmal, jetzt wissen wir das mit Freitag der 13., das habt ihr ja auch offiziell veröffentlicht auf Facebook. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was du uns sagen kannst, worauf diese Leute sich jetzt demnächst oder in baldiger Zukunft freuen können? Gibt es irgendwas ganz Exklusives, was noch nicht offiziell ist, was auch hier unter uns bleibt natürlich? Keine Ahnung, also wir machen gerade, wir haben, diese Woche haben wir Mondo Cannibale 1 vom Index bekommen. Oh, das ist toll, ja. Gratuliere. Ja, Teil, Dankeschön. Teil 2 war erst runter und Dankeschön, danke. Das kostet ja auch immer so viel Geld und bringt alles gar nichts, ne? Ja. Aber es lohnt sich, oder? Na, also ich meine, für das Herz. Es ist einfach so, das gehört heute zum guten Ton. Da wird der Christian Bartsch auch nochmal wieder was dazu sagen können. Ja. Der Gute, ist er eigentlich schon im Publikum? Nö, ich glaube nicht, das ist noch im Hotel. Ich freue mich schon, so ihn zu sehen. Ja. Wir hatten so eine schöne Zeit gehabt in Berlin für Berlinale. Da durfte ich noch nichts trinken, ne, weißt du, wegen meinem Aufenthalt in der Klinik. Ach so. Ja, da war ich noch trocken. Aber ich freue mich so total, mit dem Benni was zu trinken. Du hast gesagt, dass ich mit ihm mein Bier trinken kann. Na klar, auf jeden Fall. Also in Mondo Cannibale machen wir so richtig fette Mediabooks aus Holz. Aber Mondo Cannibale 1. Und oder 2. Beide? Ja, Mondo 1 und 4-Disc-Set, Mondo 2 wird ein 4-Disc-Set und geil. Von Mondo 2 ist eine Fassung aufgetaucht mit 20 Minuten Alternativmaterial, da sind die Kannibalen alle angezogen. Also Mondo Cannibale 2, der Vogelmunch, ne? Ruggero Deodato. Das ist ein toller Film, ja, der ist fast wunderbar. So gut wie Della Morte, ja. Della More. So ähnlich wie Della Morte. Ja, das kommt, Mondo Cannibale ist da auch nicht mal so geil, aber wo es gut laufen wird. Das ist richtig cool, wir machen Terminator 1, wir machen Robocop, machen wir. Alles so in Mediabooks, ne? Das wird richtig toll. Das ist sehr geil, weil ich will Robocop auf jeden Fall nochmal hier eine Action nachzeigen und dann machen wir doch das einfach, wenn das Mediabook von 84 kommt, dann haben wir nochmal Schönes zum Ausstellen. Und mein Lieber, um das abzuschließen, du besorgst bitte die Kinorechte für Della Morte, Della More und dann sehen wir uns hier wieder. Da muss ich wieder in Thomas Buches knutschen, ey. Ja, das ist dann halt so. Wollen wir Della Morte, Della More hier sehen aus Italien? Der letzte große Zombie-Film aus Italien. Ja, wir wollen das. René, herzlichen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Wie lange bist du denn eigentlich hier? Nur heute oder morgen auch? Kommt drauf an, wie viel Bier ich trinken darf. Oh. Ich rufe dann mal meinen Arzt an. Alles klar. Also, herzlichen Thank Applaus you. Für René Schock von 84 Entertainment. Und jetzt geht's los. Chucky, die Mörderpuppe, Child's Play.